Bereits zum 21. Mal bildeten Menschen mit und ohne Handicap in Weißenfels eine Lichterkette. Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung gingen nicht nur direkt Betroffene über die Jüdenstraße zum Weißenfelser Markt. Also es gibt noch ganz viele tägliche Barrieren einfach für die Behinderten. Es wird an ganz, ganz viele Sachen immer noch nicht gedacht. Und ich denke, als ein paar Beispiele kann man ja sagen, das fängt an, wenn man in einem ganz normalen Café einen Kaffee trinken gehen möchte, barrierefreien Zugang zu haben, geht weiter, wenn man einen Arztbesuch hat, dass nicht alle Arztpraxen barrierefrei zugänglich sind. Konkret Beispiel, die Handybäckerei, ein guter Backladen, Kaffee, eine hohe Stufe und weg. Das sind ein Jahr daran, dass die Stufe wegkommt. Die Firma wäre bereit, was zu bauen, aber jetzt haben wir Probleme mit dem Denkmalschutz. Die Stufe steht unter Denkmalschutz. Also ich denke, bei den Neubauprojekten hat Barrierefreiheit ist da ein großes Thema gewesen. Das können wir auch so beurteilen für Weißenfels. Da hat sich sehr, sehr viel getan, auch bei den ein oder anderen Straßenbaumaßnahmen, die aktuell so am Laufen sind oder auch abgeschlossen worden sind. Aber wie gesagt, gibt an vielen Stellen noch zu tun, aber überall gleichzeitig kann das eben auch nicht passieren, ja. Wir haben überall Rederecht. Und das ist ganz wichtig. Gerade ich bin im Sozialausschuss und Bildungsausschuss. Da geht es um die Schule in Weißenfels, auch im ganzen Land. Und da versuchen wir, dass da im neuen Schulkonzept vor allem die Schulen verfolgen bekommen, die leicht barrierefrei umgebaut werden können, damit die Kinder von Anfang an gemeinsam groß werden. Also ich denke, wo etwas getan wird, aber wo es sicherlich auch hin und wieder noch Unterstützung, wo es noch Unterstützung braucht, ist gerade bei Antragstellung ist so ein Zusammenführen in einem Amt, weil man wird dann immer von einem zum anderen geschickt und ich denke, das ist schon oft eine große Barriere auch. Es gibt hier vor Ort einige, die sich sehr engagieren dafür. Es gibt auch die Möglichkeit bei uns im Behindertenbeirat zum Beispiel, wir treffen uns immer in dem letzten Mittwoch im Monat, in der Regel im Technischen Rathaus, im Beratungsraum. Dort könnte man auch vorsprechen, wer im Prinzip Sorgen und Probleme hat und einfach auch eine Beratung braucht. Gewürdigt wurde diese Aktion von Sachsen-Anhalts Sozialminister Norbert Bischoff, aber auch von Oberbürgermeister Robby Risch. Die Teilnehmer sollten unbedingt dranbleiben, um Barrieren in allen Bereichen weiterhin abzubauen.